Typisch. Und jetzt hat er Muskelnarzissmus verboten. Grashüpfer. Langschläfer. Die Sonne steht schon am Himmel. Aufstehen. Mein Gott. Ja, ist ja gut. Oh, bin ich etwa eure Mutter? Das wüsste ich. Ich weiß auch nicht. Ich fühle mich nicht gut. Viel zu spät aufgestanden, denn damit würde ich mal sagen... Das ist ungewöhnlich. Zieht euch an. Meister Ho wünscht ein Treffen. Ja, bist bereit? Okay. Ein Hallo und herzlich willkommen zurück, beziehungsweise willkommen zu einem neuen Let's Play. Mein Name ist Sunnelpi und wir spielen Blade and Soul. Hat etwas gedauert, ich habe mich noch nicht ganz entschieden, ob ich spiele oder nicht, aber ich hatte ja schon einmal einen Livestream darüber. Die Folge ist ja hier drauf und es war ja so eine Art Let's Test, da habe ich ein bisschen was gezeigt. Das war noch nicht mein Livestream, ne? Genau. Jetzt geht's richtig los. Ich mach mal weg. Ich habe auch keine Ahnung von dem Spiel, außer das, was ich bis dahin gespielt habe. Jetzt ist es mittlerweile auf Deutsch, falls ihr euch gewundert habt. Und wir machen einfach mal so wie immer. Wo ist meine Uniform? Warum fragt ihr mich? Ihr müsst los. Benutzt die Tasten W, A, S und D, um eure Uniform zu holen. Na gut. Seht euch mit der Maus danach um. Drückt Escape oder haltet Alt gedrückt, um den Mauszeiger anzuzeigen. Mhm. Ihr solltet für das Training bereit sein. Bin ich. Grashüpfer. Nenn mich nicht Grashüpfer. Kommt schon. Aufstehen. Klar schlafe ich noch. Ich glaube, eure Uniform liegt auf der Kommode. Ja, benutze WASD. Ach du Scheiße, ich habe leider einen Startcharakter, also einen Standardcharakter gemacht. Man sieht, ich habe mir nicht so viel Mühe gegeben, den Charakter anzupassen. Ich hoffe, der sieht gleich nicht so schlimm aus. Der sieht nämlich ziemlich lang aus, muss man sagen. Ach guck, da merkt man das nicht mehr so. Gefühlt schon. So, auf jeden Fall, ich will das vorab erwähnen. Ich werde nicht alle, also Sequenzen schon angucken, aber ich werde mir nicht jetzt jedes Gelaber hier anhören. Der Letzte steht auf, schlaft ihr noch und erwacht. Ich werde das einfach so zusammenfassen, wie ich das immer ganz schnell lese. Der Grund ist folgender. MMOs sind vollgepackt mit Texten. Falls ihr es selber erleben wollt, müsst ihr selber spielen. Ansonsten werde ich das Spiel eher darauf auslegen, so schnell wie möglich zum Ende zu kommen, wie immer. Gestern hatte ich euch fast, ihr habt euch Valkar geschlagen. Ja, irgendwann werde ich schon gewinnen. Gehen wir wieder zurück. Grüne Bereich. Abgeschlossen, Kapitel 2. Jetzt müssen wir Jung Muk aufsuchen.
Als Klasse habe ich den Klingentänzer, glaube ich, gewählt. In meiner Folge habe ich ja so einen Schurken-ähnlichen Charakter gespielt. Den werde ich als eigenen Charakter spielen. Apropos eigenen Charakter. Ich werde mal hier stempeln und drehen. Ich bin schon hier. Anscheinend habe ich habe einmal mit meinem anderen Charakter gespielt. Man darf jeden Tag zweimal drehen und bekommt dann, je nachdem wie weit man war oder wie weit man kommt, kriegt man dann verschiedene Dinge. 9 Tage, dann ist der hier weg bis zum 10.2. Habe ich nicht geschafft, 100 Dinger zu machen, oder werde ich nicht schaffen. Dafür habe ich zu wenig Tage übrig. Man kann auch nur jede Stunde das Ding drehen. So, das ist schon mal der Anfang. Ihr habt verschlafen, Grashüpfer. Bei mir faulenzen Schüler nicht. Bin der große Sandelpi, ich schlafe nie. Achso, doch, ja, schon, manchmal. Der Meister bittet um ein Treffen vor seinem Gemach. Lu Sung ist irgendwo unterwegs. Geht ihn bitte mit Jin Yong suchen. Das Treffen beginnt bald. Beeilung. Okay. Ich habe Sprint und Windeseile gelernt. Wichtig ist jetzt, das eine ist eine Fähigkeit, das andere ist die Ausdauer. Also ein paar Dinge kenne ich schon, deswegen will ich das mal so erwähnen. Viele werden nämlich bei dem Spiel an ihre Grenzen der Möglichkeiten stoßen. Aufgrund der übertrieben vielen Kombinationsmöglichkeiten, Skills und so ein Zeug. Huch! Sorry dafür, aber jetzt kommt eine Sequenz. Da muss ich die Fresse halten. Auftritt geleckter Typ. Die Wolken ziehen auf. Klar, tun die mit. Was macht ihr denn hier? Alle warten schon. Ja, ich wollte gerade aufbrechen. Oh, unser kleiner Grashüpfer ist aber früh wach. Ja, und zwar dank mir. Hä? Na, was ist los? Was? Da drüben. Was ist denn da? Oh, oder nicht? Ah ja. Da war eine Frau in Weiß am Himmel. Noch nicht ganz wach. Weißt du, mich meckert an, dass ich noch nicht ganz wach bin. Nein, sie war da, ich schwöre es. Das glaubt dir sowieso keiner. Dieser Ort bringt mir Frieden, das interessiert es gar keinen. Der Vogel fängt den Wurm. Wer hart trainiert, wird belohnt. Ach, so ein Geleckter. Ich kann ein Geleckter gar nicht erfahren. Und gleiten. Man ist so langsam. Ich finde diese Pose so toll. Sieht so aus wie, ha, ich bin gefreezed in der Luft. Und mach einfach. Rennen geht übrigens schneller. So, auf jeden Fall, was ich noch erwähnen möchte, falls ihr auch auf diesem Server mitspielen wollt, denn ich werde sicherlich auf Dauer oder irgendwann eine Gilde erstellen hier, wie immer so ein Community Club. Ihr könnt da gerne dabei reinkommen. Wir werden dann wahrscheinlich... Vor langer Zeit war die Hongmu... Ja, ich habe schon einmal gerückt, sorry. Im Ganzen, ich kann nicht mehr so viele Schüler leben. Okay, mächtig. Geheimnisse, Notleidende, Weg der Hongmu. Gut, also wir wollen ja, ich habe ja gesagt, wenn ihr die Story erleben wollt, müsst ihr selber spielen. Ich werde eher die funktionale Seite des Spiels erklären, wie immer. Auf jeden Fall eine Gilde, oder wie auch immer man das hier nennt, wird es geben. Und wenn dann irgendwelche Dungeon oder sonst irgendwas kommen, werden wir das gemeinsam erleben. Denke ich mal, dass man da ein paar braucht. So, K. Das K ist sozusagen die Büchse der Pandora. Solltet ihr vielleicht, also ihr müsstet zwar einmal öffnen, aber sofort wieder schließen. Denn hier ist einfach alles, was ihr irgendwann im Spiel lernt. Und es ist sogar so viel, dass sie sich entschieden haben, einen Reiter einzubauen oder eine Reiter einzubauen, dass man durchscrollen kann. Man braucht linke, rechte Maustaste, F, Tabulator 1 bis 4 nur zum Glück, Z, X, C, V, Q, E, A, D, W und S. Wobei die letzten ist klar zum Laufen oder beziehungsweise Sprint, Doppel W. Da ist übrigens Sprint für 15 Sekunden, Leertaste während des Dingern und der Clou bei dem Spiel ist halt, man kriegt hier viele Dinge, da steht dann bei Voraussetzungen, wenn man aber einen kritischen Treffer mehren, das hat und normale Haltung und Gegner in der Luft, blablabla, weißt du, also man kriegt viele, viele Fähigkeiten, aber die sind nur zu ganz speziellen Zeitpunkten verfügbar. So, und jetzt lassen wir den mal einfach ausreden. Ha, der war aber schnell fertig. Komm hier durch, manchmal kommt man nämlich nicht durch. Ich hatte schon öfter das Problem. Ah, es geht aber hier. Nett. Okay. Übrigens, das Spiel ist voll mit Goldzeller, wie ihr unten links seht. Die gehen einen sowas von derbe auf den Sack, muss ich ehrlich sagen. Typischerweise ist das in Free-to-Play-Games immer so, wenn man es nicht vernünftig unterbindet. Und die tun hier nichts dagegen.
So, jetzt lernt man die ersten Fähigkeiten. Legt eine Waffe an. Okay. Waffe, Rechtsklick, angelegt. Und dann, ihr habt gelernt, Sturm. Ich habe keine Ahnung, wie es funktioniert, aber ich habe auf jeden Fall... Das können wir gucken. Linke Maustaste habe ich Brise gelernt. Sturm habe ich gar nicht. Oder? Mal hier anmachen. Egal. Ich habe nicht hingeguckt. Ist klar, dass ich das vergesse. Ich erwarte eure volle Aufmerksamkeit. Ja. So, ihr habt Blocken gelernt schon. Muss ich nicht mehr einmal angreifen? So, wenn ihr mit der Taste, warte, link drei Balken Fokus gesammelt habt, benutzt durchdringen mit der Taste. Ach so, deswegen. 1, 2, 3 und dann BAM. Das war so. Man, übrigens, das finde ich in dem Spiel wirklich wichtig und auch richtig geil, denn man lernt nämlich nicht nur die Fähigkeiten einfach so nebenbei und denkt sich, okay, Hauptsache der Spieler kann das, sondern man lernt auch ganz viele Kombinationen immer wieder. So, und noch eine. Beziehungsweise ich hätte so oder so schon Rechtsklick machen können. Ich habe ja, Fokus ist voll. Dann, da, wenn den Kampf mit Trainingsbogen beginnt, 1 im Blocken, um euch gegen Angriffe zu verteidigen. Und sofort durchdringen zu verwenden. Okay, ich beginne den Kampf. Er macht das. Blocken. Achso, Rechtsklick. Voll falsch, egal. Nochmal. Und blocken. Und zack, gib ihm. Und gam. Und blocken. Und zack. So, dann lernt man auch die Mauszeiger, das ist nett. Abschließen. Nochmal mit dem reden. Stufe 2, yay! Und weiter geht's. Der rennt übrigens, als hätte er irgendwie Hummeln im Hintern. Hätte er sich irgendwie da unterwegs so einen kompletten Bienenstock in der Hose gehangen. Nur aus dem Grund, damit er einmal schütteln kann und zack ist er schnell. Weil der übertreibt total. Da denkst du, okay, ich komme in seiner Nähe. Und dann wumm, guckt euch mal das an. Ich will auch so schnell rennen können. Aber ich habe nicht mal genug Ausdauer, um überhaupt durchgehend zu rennen. Geschweige denn die Geschwindigkeit. M will er unbedingt anzeigen. Okay, ist jetzt glücklich. Hoffen wir mal. So. Ihr könnt mir übrigens auch immer in den Kommentaren schreiben, spielt ihr das Spiel? Habt ihr es gespielt? Wie gefällt euch das? Was oder sowas? Das interessiert einen immer. Angreifen. So, jetzt aber richtig. Blocken und gib ihm. Haut er daneben? Ich war mir jetzt nicht ganz sicher. Blocken ist auf jeden Fall immer cool. So, und dann kommt jetzt maskierter Krieger, du Lappen. Er hat mich getötet. Das Tötet macht er übrigens immer. Und dann zeigt er, dass man mit der 1 Meditation ausführen kann. Damit kann man sich übrigens wiederbeleben, falls man mal sterben sollte. Und das kann häufiger passieren, als man denkt. Vor allem in dem Spiel ist es zwischen PvP-Gebiet und kein PvP-Gebiet nicht so ganz einfach. Man kann relativ schnell wechseln und kann einfach echten Spieler aufs Maul hauen. Und wenn man Pech hat, wird man dann einfach von 150 Mann ermordet. So, übrigens mit 8 kann man wieder heilen. Deswegen zeigt er uns das. Da trinkt er einen Schluck. Luna Heap haben wir gelernt. Da müssen wir immer unter K gucken, was das ist. Da steht unter neu immer wo. Und dann hier steht immer die Taste, weil das hat mich beim ersten Mal echt verwirrt. Denn hier sind dann 5 neue Fähigkeiten oder so für so ein Level. Und ich dachte, ja toll, und wo sind die dann? Aber da steht die Taste. Und zwar gesteigert bei mehrfacher Verwendung. Check ich noch nicht. Ist okay. Falls ihr übrigens irgendwelche Tipps, Hinweise habt, ne, oder ich mache irgendwas falsch oder erkläre irgendwas, was vielleicht später dann anders ist, ihr könnt das gerne in den Kommentaren schreiben. Ich lese mir die ja wie immer durch, werde auch, sage ich mal, auf die meisten Kommentare antworten und bin immer gespannt, was ihr zu sagen habt. Und wenn ihr natürlich Tipps habt, ne, ist das nicht so, dass ich sage, ne, ich mache das, wie ich statt will. Tote Tiere. Hier gibt's irgendwo einen Festschmaus. Huch! Hässlich bist. Achso. So jung. Wurdest du etwa... Man trägt das heute so im Rücken? Hui. Sweetie versus Sweetie. Biggie versus Biggie. Natürlich, klar. Und da oben Brutalo versus alter Mann. Oder ist das nicht der alte Mann?
Naja, warum musste ich auch da sein? Sorgt euch lieber um euch selbst. Also warum wurde das überhaupt? Naja, eigentlich ist sie ja jetzt tot. Es tut mir schon irgendwie leid. Das hatte ich jetzt nicht erwartet. Naja doch, ehrlich gesagt doch. Genau wie er mit seiner langsamen Axt. Gegen ihn mit der großen Axt. Oh, der hat eine riesen Stirn. Da ist einfach, wer die höhere Stirn hat, gewinnt. Oh mein Gott. Nicht gesund, was da passiert. Grasshopper! Los! Flieht! Okay. Werde ich jetzt auf ihn hören oder lasse ich mich erst von ihm mit der komischen Tolle verprügeln? Ja, er sieht richtig. Hui. Die sieht aus wie irgendwie Big Boss. Wo ist das Schwert, Hong? Jin So-hyun, ihr seid am Leben? Ja, wie schade. Welche Wahl hatte ich? Jura, Gobon. Alter Mann versus zwei, weißt du? Achso, ich war das. Ich wollte gerade sagen, wer rennt da hin, aber das bin ich. Haha, ich bin nur nicht ganz sicher. Immer wer das ist. Ach, kann man. Guck mal, man kann das öfter benutzen, deswegen. Solange, bis ich keine Ausdauer mehr habe. Okay, man verbraucht sehr viel von dem Fokus, nicht Ausdauer. Blocken. Bam. Aber das anscheinend. Geht das auf alle? Huch. Ich war verwirrt jetzt. Ich habe zu schnell getötet alle. Das gibt Kopfschmerzen. Hey, kleiner Mann. Alter, kleiner Mann. Du musst aufstehen. Oh. Oh, da läuft noch einer. Lu Song, ihr... Ich... Ihr enttäuscht mich, Meister. War das schon alles? Anscheinend war selbst meine tägliche kleine Dosis Gift zu viel für euch. Gift? In meinem Trunk? Wieso? Tja, wieso nur? Ich hätte den Folianten der Kampfkünste einfach stehlen sollen. Allem Anschein nach hätte mich sowieso kaum jemand aufgehalten. Wirklich, Meister? Das waren die legendären Hongmun-Künste? Geht beiseite. Hm? Hui. Dämmer schneit. Typisch. Und jetzt hat er Muskeln als das Mon verboten. Ach, sie ist ganz cool dabei. Wow. Ist der groß. Ja, was für eine Macht. Oh, ein Kamehameha. Das kenne ich noch. Oh, ich bin umgefallen.
Das hat mich umgehauen. Ist klar. Dachte ich's doch. Ihr seid stark wie eh und je, Hong Sukiyong. Doch ich bin nun unendlich stärker. Und euer Clan endet hier. Oder ihr rettet ihn. Das liegt bei euch. Jetzt ist er schon tot, das ist aber traurig, ne? So schon am Anfang verliert man seinen Meister, seine ganze Sippe. Aua, warum mache ich das? Das hätte ich nie gemacht. Da hätte eine Abfrage kommen. Und jetzt wissen wir, warum wir auf dem Grund des Meeres waren, kurzzeitig. Und warum wir da unter Wasser waren. Soll ich runter und ihn erledigen? Nicht nötig. Keiner überlebt die Schwarzrose. Außer er hat einen Sunil-P im Namen. Oder der ganze Name besteht aus Sunil-P. Dann schon. Oder einer der anderen 1000 Spieler. Millionen. Keine Ahnung, wie viel das Spiel spielen. Dazwischen. We are on the water. We are here on the water. Krabbi ist cool. Die sagte mal Geld, 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 Geld. Ich glaube, ich sehe auch diese komische schwarze, ne? Genau. Diese weiße Frau da im Himmel, ich weiß auch nicht. Jetzt ist es eher blau. Liegt wahrscheinlich im Wasser. Wacht auf. Bitte. Ihr seid unsere einzige Hoffnung. Wer weiß, wie viele Personen, die das schon gesagt hat. Haltet Jin Soyun auf. Okay. Puppe, reich mir deine Hand. Hey, wacht auf! Aufwachen! Ist ja hässlich. Oh, sorry. Hey, aufwachen! Ja, wir wissen jetzt wieder ausführende Prozesse. Also, ich dachte schon, da kommt nichts mehr. Ja, und das war es auch schon für die erste Folge. Jetzt, sobald jetzt gleich irgendwo Pause ist, beende ich das einfach und dann würde ich sagen, die erste Folge darf so lang sein. Sehr viele Sequenzen. Wir haben das Tutorial abgeschlossen. Relativ zügig vor allem. Und dann schauen wir mal, wie sich das Spiel so entwickelt. Ich bin selber gespannt.
Ich war ja, glaube ich, nur Level 16, 14, irgendwo sowas in der Richtung. Das heißt, weit war ich noch nicht. Ich habe auch keine Ahnung, wie es weitergeht. Und deshalb umso cooler. Ich liebe eigentlich Games zu spielen, die man nicht kennt. Und jetzt geht's los. Noch eine Sequenz. Oh, ihr seid wach? Sorry fürs Stöhnen. Das lag daran, dass du so schnuckig bist. Oder habe ich mich nur vertan? Manchmal sehe ich das nicht ganz. Vorhin habe ich noch eine weiße Perle im Kleid gesehen unter Wasser und zack, war dann ein alter Mann. Was? Achso. Ladezeiten gehen, muss ich sagen. Seid ihr in Ordnung? Was ihr durchgemacht haben müsst? Ich bin Nam Soyo. Ich sage Papa, dass ihr aufgewacht seid. Wer ist das? Ihr kennt Ochun nicht? Er ist von der Hongmun-Schule, wie ihr. Verließ das himmlische Heiligtum vor langer Zeit. Aber hier ist er eine Legende. Dann frage ich mich, warum er mich dann weggehen lassen hat, wenn doch eh noch jemand da ist. Er ist Hauptmann der Bambuswache und kämpft gegen die schwarze Ramme. Papa kämpft ständig. Ich fürchte um sein Leben. Die schwarze Ramme ist bereits am Strand. Ich bin so in Sorge. Hätten wir nur mehr Krieger, das könnte das Ende sein. Ich kann kämpfen. Hab Dank, aber seid vorsichtig. Alle sind schon draußen. Vergesst eure Waffe nicht. Ob Koso Jun weiß, was zu tun ist, er ist draußen. Ist egal jetzt. Ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Blade and Soul. Ciao.